So, hallo, also ich melde mich jetzt mal von meiner Terrasse und heiße euch natürlich jetzt herzlich willkommen zu eurem Sternzeichen-Reading. Und ich wollte mich nochmal für die ganzen Spenden bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, lieber Wolfgang. Du hast dir den Vogel abgeschossen. Tausend, tausend Dank. Und jetzt würde ich sagen, es geht los mit den Sternzeichen für den Oktober. Viel Spaß dabei, bleibt gesund, bis bald. Hallo, so, jetzt begrüße ich erstmal alle im Fische-Sternzeichen geborenen Fans und Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's los mit eurem Sternzeichen, die Fische im Oktober. Und ich habe das Legesystem von meiner Tante Uli übernommen. Die legt ja auch sehr erfolgreich Karten. Und zwar ist eine Hauptenergie, eine Klärungskarte, das sind zwei Karten rausgesprungen. Dann eine Karte aus der jüngsten Vergangenheit, eine Karte des Unterbewusstseins, eine Karte aus der geistigen Welt und nochmal zwei Karten. Wie geht's denn weiter mit euch Fischen im Oktober? So, dann wollen wir mal anfangen. Deine Hauptenergie für den Oktober ist ja eine schöne Karte und zwar ist da der Klee gefallen. Der steht ja grundsätzlich mal für etwas Schönes und zwar für Glück. Auch wenn es jetzt nur ein kleines Glück ist, aber es ist die Karte des Glücks. Ja? Und die Klärungskarte hierzu oder Karten heißt, es macht sich für dich etwas auf den Weg in Sachen Glück. Eine Veränderung kommt, ja. Und der Reiter sagte, die Veränderung, die kommt auch relativ schnell. Es kommt relativ schnell etwas in Bewegung. Und die zweite Karte, die jetzt bei der Klärungskarte gefallen ist, die ich erbeten habe, ist der Fuchs. Also der Fuchs, das heißt für dich, dass auch wenn jetzt für dich relativ schnell etwas in Bewegung kommt, musst du aufpassen, dass da keine Neid, keine Missgunst, keine List dir auf deinem Weg widerfährt, weil der Fuchs, der schaut ja auch richtig da drauf auf die Karte der Reiter. Ja, da ist irgendwo, handelt es sich hier vielleicht um einen Neider oder jemand, der dir irgendetwas nicht gönnt. Na, da musst du also aufpassen bei allem Schönen, was in Bewegung kommt. Das ist deine Hauptenergie. Aber wer hat es denn nicht mit Neidern zu tun? Sind wir doch mal ehrlich, die gibt es jeden Tag überall. Und es ist schön, dass was für dich in Bewegung kommt, denn in die Karte der jüngeren Vergangenheit, da ist ja, liegt ja der Sarg. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ja jemand gestorben ist, sondern es kann gut sein, dass du ein Kapitel geschlossen hast oder dass etwas beendet hast in der jüngsten Vergangenheit, was dir vielleicht gar nicht so gut getan hat. Ja, also irgendeine Trennung, ein Streit im sozialen Umfeld mit Freunden, Bekannten, in der Familie oder mit dem Partner, irgendwas war da, was du in jüngster Vergangenheit für dich selbst beendet hast und jetzt aber hier im Oktober dein Glück schon wieder auf dich zukommt. Ja, auch wenn du so ein bisschen aufpassen musst. Denn die Karte deines Unterbewusstseins, ja, die passt jetzt auch sehr gut dazu. Da ist das Buch gefallen. Also du hast in deinem Unterbewusstsein schon auch ein Kapitel geschlossen. Ja, das war da hier in der jüngeren Vergangenheit dann tatsächlich auch eingetreten ist. Das Buch heißt ja, etwas beenden, ein Kapitel im Leben schließen, ein Thema abschließen. Ja, also du hast vielleicht in letzter Zeit auch irgendetwas in deinem Leben beendet oder verändert und einen Neustart angefangen. Und vielleicht bist du dir noch gar nicht so sicher, wo die Reise hingeht. Aber die geistige Welt, die Karte, die hier gefallen ist, das ist die Sonne, die steht ja für Erfolg, für Kraft, für Wärme, also für alles Schöne. Und die geistige Welt sagt, du bist auf jeden Fall bei dem, was du tust, auf dem richtigen Weg. Bleib so, wie du bist, denn hier die Karte, wie geht's weiter? Der Mond, da steht ja alles, was in dir drin vorgeht, also für deine Emotionen, Intuition, ja, für deine Intentionen, deine Überlegungen oder auch Ängste. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen Angst vor einem Neuanfang, weil hier liegt ja auch das Kind, das steht ja für den Neuanfang. Und machst dir so ein bisschen Gedanken, weil du vielleicht gerade aus einem alten Muster herauskommst. Aber da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Ob in der Partnerschaft oder im Beruf, das ist eine Legung hier, die mir auf jeden Fall sagt, du bist auf dem richtigen Weg, du hast etwas beendet, das hat gepasst,
Du brauchst keine Angst vor einem Neuanfang haben und es kommt auch etwas Schönes für dich in Bewegung. Hier, naja, der Fuchs, da musst du vielleicht aufpassen, dass du vielleicht keine Neider um dich herum hast, aber wenn du ein bisschen auf der Hut bist, wirst du dann schon merken, wer das ist, ja, und du kannst die Person dann auch aussortieren. Also, für dich heißt's, lieber Fisch, auf in eine neue Zukunft, ja, und das Alte kannst du als beendet betrachten. Du brauchst keine Angst haben, was du im Oktober anfängst, startest und beginnst. Das wird Erfolg haben, wenn du dran bleibst, denn da kommt relativ schnell etwas für dich in Bewegung. So, vielen Dank. Wenn ihr wollt, schreibt mich gerne für ein persönliches Reading an. Also jetzt vielleicht nicht gerade ein Sternzeichen-Reading, aber für eure Sorgen oder Probleme, die euch bewegen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ansonsten bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann zum nächsten Video.